So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig. Mal wieder was brandneues und aktuelles von Panini. Peppa Pig Sticker-Album. Das Sticker-Album auf Weltreise. Ich wusste gar nicht, dass ein Schweinchen auf Weltreise gehen kann. Ja, bin ich ganz ehrlich. Und das ist es nun, das brandneue und aktuelle Sticker-Album für 2,75 Euro. Was bekommt ihr dafür? Natürlich das Sticker-Album. Vorne zwei Sticker. Und dann sind hinten meistens vier. Jawohl. Und ihr seht schon, indem ich jetzt die vier hier hinten raushole, es gibt 192 Sticker zum Sammeln, Tauschen und auch Kaufen. Und hier vorne jetzt sind die anderen zwei drin. Und jetzt, ihr seht schon, was ist das denn? Das kann es doch nicht sein. Guckt mal, was hier für große Sticker reinkommen. Und das hier ist so klein. Die passen ja eher hier hin. Ja, da habt ihr recht. Da kommen ja immer zwei Stück rein. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier drin rumblättern. Und ihr seht schon die ganzen Motive? Nämlich gar keine. Wir zählen bis 10. Sind bestimmt lustige Sticker bei. Ich halte mir jetzt die Sticker, die ich hier habe, sind ziemlich hoch. Wenn sie da sind, klebe ich sie natürlich rein. Die kleinste ist, 38. Ah, die kommt gleich. Hier habt ihr das Wochenzeichen und sind richtig schön groß. 36, 37, 38. Und das sind wieder kleine. Das ist einmal hier. Den Rahmen wollte ich natürlich nicht rausnehmen. Nur das Innere. Und jetzt natürlich so kleben, dass doch alles übereinander passt. Und das so schnell vor die Kamera. Ah, ist mir nicht ganz wirklich gelungen. Ah, nehme ich nachher nochmal raus. Dann haben wir hier die F39. Versuche ich natürlich jetzt besser einzukleben. Die Pizza. Ja, und dann habe ich gesehen, die F40 habe ich auch noch, den Swimmingpool. Jetzt soll ich jetzt hier wieder die Mauer treffen. Aber meistens passt es hier gar nicht, da passt es wirklich nicht. Oder man muss so viel tief runtergehen. Da fassen die Blumen nicht. Aber ihr seht schon, es gibt kleine Sticker oder eben immer zwei Stück, die ihr nebeneinander machen müsst. So kann ich mir das vorstellen. Aber die nächsten Nummern habe ich alles in den 100er Bereich. Aber diese Sticker, wer sich natürlich mit der Sticker-Album schon auskennt, wer es hat, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Was haben wir jetzt hier? Ein Riesenposter bestimmt. Nein! Das Poster ist auch riesengroß. Ein riesengroßes Poster. Ich muss mal etwas wegtun. Hat natürlich einer gestört, aber schaut euch mal hier. Das Poster an, das ist gigantisch. Ein Türposter. Richtig cool und groß. Die andere Seite haben wir ein Querposter und ihr seht, hier kommen auch Bilder rein. 201, 93, da sind verschieden, wie ihr seht. Ah, das könnte der Dschungel, Nordpol, Südpol sein, die Wüste. Also wirklich ein Schweinchen auf Weltreise. Ihr seht, das scheint wohl richtig interessant zu sein, das Sticker-Album. Ich blätter mal natürlich jetzt schneller rum, sonst wird es zu lang, das Video. Aber ich habe doch hier
Sticker 130 passt natürlich auch. ...132 und 132 habe ich auch noch. Dann sind alle meine 6 Sticker, die bei den Stickeralbum bei gewesen sind. So, alle drinne, die in das Stickeralbum dazugehörten. Wie gesagt, 2,75 Euro kostet das mit 6 aktuellen brandneuen Sticker. Hier, also ich glaube, ich werde mir mal ein paar Stickertütchen besorgen, um zu sehen, was es die Großen alles für, was das für auf sich hat, wie groß die eingeklebt werden. Also, das ist jetzt die brandneue aktuelle Panini-Geschichte. Ein Schweinchen auf Weltreise. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, weil das Telefon ging, aber nichtsdestotrotz, es gehört dazu. Daran könnt ihr sehen, dass ich das Video mache und nicht schneide. Aber nichtsdestotrotz, für alle Schweinchenfans und alle kleine Kinder, die das vielleicht lieben, Peppa auf Weltreise. Ich kannte es nicht. Jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Kennt ihr das schon? Oder kennt ihr das Alte? Ganz egal was, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles über Peppermint Pick schreiben, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und ich versuche natürlich irgendetwas davon unter ein Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.